Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, der Deutsche Leitindex hat gestern seine Rekordjagd fortgesetzt. Erstmals sprang er über die Marke von 15.300 Punkten bis zum Handelsschluss. Da konnte der DAX das Niveau dann nicht halten. Immerhin lag er am Ende bei 15.213 Zählern. Das ist ein Plus von 0,7%. Blicken wir an dieser Stelle direkt nach Frankfurt an die Börse zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Schönen guten Morgen, Patrick. Also gestern haben wir erneut Rekorde beim DAX gesehen. Wie könnte er denn heute in den Tag starten? Wunderschönen guten Morgen zu dir, Marco. Ja, das ist eine gute Frage, wenngleich ich sagen muss, dass es heute keine großen Ausschläge geben wird, weder in die eine noch in die andere Richtung. Denn die Vorgaben, die wir gesehen haben aus Asien, die sind uneinheitlich. Und auch beim Dow Jones und in Amerika bei der Wall Street, da gab es keine wirklich krassen Tendenzen. Lass uns vorne anfangen. Der Nikkei leicht im Plus, Shanghai Composite und Hang Seng, der ist jetzt heute wieder mit dabei nach dem gestrigen Feiertag, eher mal mit roten Vorzeichen unterwegs, trotz der Tatsache, dass Samsung einen Quartalsergebniszuwachs von 44% vermeldet hatte, aber das hatte keine positiven Auswirkungen auf die Aktien. Ganz im Gegenteil, die Aktien sogar eher heute mal mit Gewinnmitnahmen und so sieht es auch an den meisten asiatischen Märkten heute aus. Man wartet auf das Beigebook und dementsprechend auch der Dow Jones mit einem leichten Abschlag von 0,3% unterwegs, nachdem man zunächst mit weiteren Rekorden aufgewartet hatte. Auch beim S&P 500 ging es da so ein bisschen in den Rückwärtsgang, aber ohne große, grobe Tendenzen. Dementsprechend erwarten wir auch für den DAX heute keine großen Ausschläge. Vielen Dank dennoch für den Überblick, Patrick. Sehr gerne. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag geht es weiter mit der Marktidee. Heute ist dies auch ein Index, der MDAX. Der MDAX kann mit der Rekordjagd des großen Bruders DAX nicht ganz mithalten. Der Index für mittelgroße Werte hatte zuletzt im Februar ein Allzeithoch markiert. Dann setzte hier eine Korrekturphase ein. Zuletzt hatte sich der Kurs der Bestmarke wieder angenähert. Aus technischer Sicht steht jetzt ein wichtiger Widerstand im Fokus. Auf der Unterseite, da müssen Anleger zudem zwei Unterstützungen beachten. Wo sich all diese Marken befinden, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Dort erfahren Sie mehr. Und wir sehen uns morgen an dieser Stelle, wenn Sie mögen, wieder. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.